So, wo ist die Story, für das ich dieses Spiel so sehr liebe? Normalerweise, wo ich die alle angeklickt habe, mir wurde immer was erzählt. Ich habe immer schöne Sequenzen für euch gehabt. Die sind alle weg. Ich vermisse sie. Wo sind sie hin? So, jetzt bitte. Wir wählen ein Deck. Also, ich habe ein paar Decks gemacht. Wir nehmen jetzt mal Aelas Gefährten einfach aus Bock an der Freude. So, keine Sequenz. Wo sind die hin? Es gab so schöne Sequenzen. Ich will die zurück. Die haben das Let's Play doch erst spaßig gemacht. Ich habe gespielt. Ich wurde mit einer Sequenz und einem schönen Story-Inhalt belohnt. Und ich kann die nicht auswendig vorbeten. Geschweige denn, so eine epische Erzählstimme habe ich auch nicht. Das Spiel ist so unpersönlich geworden. Wirklich, also nein. Wir behalten die Hand mal. Also wie gesagt, die Decks müssen gespielt werden. Es ist hier neues Layout und ich meine, es ist ja alles gut und schön, aber kommt schon. Das kann es nicht sein. Ich schließe mich dem Kreis an. Tue das. Ich bin dabei. Ach, fuck. Egal. Beschützt den Herold. Ich kann es tolerieren, indem ich den hier mache. So. Blöd, mag ich nicht, gefällt mir nicht. Beschützt den Herold. Meine schöne Bestiengestalt. Vielleicht habe ich ja das Glück, das große und einzige Glück. Ich weiß nicht mehr, wie Bestiengestalt funktioniert, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich muss beim Gegner eine Rune brechen oder bei mir. Diese Bäume geben mir Macht. Schuppenloser Feigling. Du hast eine Schlammkrabbe erschlagen. Du Held! So, Ich brauche jetzt echt noch nicht. Wenn wir sterben, dann gemeinsam. Beschützt den Herold. Was macht diese Karte, bevor ich die angreife? Was kann die? Während ich spreche, erhöht sich dann. Naja, Beschützt den hier, komm Herold. raus aus dem Spiel mit dir. So, okay, und weiter. Ich werde den Hist beschützen. So, du kriegst erstmal ein bisschen Rüstung dazu. Grimmiger Schild, Bruder. Dann lasse ich dir noch das hier angedeihen. Wir nehmen sie mit in den Tod. So, dann schmeiße ich die Karte auch aus dem Spiel. So, wird mal langsam Zeit, dass ich dann jetzt den Angriff wage. Zwei Schaden muss ich Wider machen. den Wellen. Die Wasser des Lebens. Nervtötend. Egal, ich habe eine verwundete Kreatur. Das gibt mir den Diese Sturmangriff. Herde muss dezimiert werden. Ach, eine Gegner. Ach, mal lesen ist Nehmt auch sie eine mit in den Kunst. Tod. Grimmiger Wenn wir Schildbruder. sterben, dann gemeinsam. So, jetzt haben wir noch einen Bro auf dem Feld. Ich meine, den wir das hochgerüstet haben, der bringt uns genau gar nichts. Meine Waffen sind bereit. Ach, na. Die nervigste Karte, die in diesem Spiel Ich bin existiert. zu allem bereit. Das hast du nicht getan, Mann. So, Gefährten Herold.
Gib verbündeten Werwölfen 1 plus 1. Schwere Streitaxt, sehr schön. Mach auch direkt 5 Schaden. So, ich schlag dich aus Prinzip. Ja, lebt noch. Ich wollte. So, jetzt krieg ich einen Werwolf. Gegnerische Rune muss brechen, okay. Ich war so dumm. Ich war so furchtbar dumm. Egal. Wir haben hier einen kleinen Vorteil auf der Seite. Leider noch kein Wächter. Ja, komm. Hab dich, Auli. Das war etwas buggy. Ich hasse dich dafür. Hat dem Wächter, der sich immer wieder heil tödlich gegeben. Schlauer Zug und ziemlich nervig obendrein. Ja, nix spüre ich, sieh's ja. So, Weißlaufsoldat. Die sehen in dem Spiel ganz anders aus. Aber naja, lass uns das einmal dahingestellt. Wächter und regenerieren, ja, bringt mir bei Tötel sehr viel. So, der wird sich selbst geben. In Klammern hoffe ich. So, dann hole ich mir ein wenig Leben dazu, einfach weil ich es kann. So, Spaß für die ganze Familie. So. Ich meine, das ist das Schöne an diesem Deck. Also, wenn ich alle meine Einheiten pushen, so, der Plan ging auf. Was macht er da? Meine Waffen sind bereit. Das ist okay. Vier, vier. Schwere Streitaxt gibt 4-1. Ja, das wird genau nicht das wird genau nicht richtig funktionieren. So, jetzt habe ich ihn zum Wächter gemacht, der sich regeneriert. Es ist ja alles gut und schön. Problem wird sein. Nein, kann er kann mir nichts. Haha. Außer er packt sich da jetzt wieder tödlich drauf. Dann ist gelaufen. Ich hasse dich. Nix. Na gut, 2K gerissen ist okay. Ich zeige die Schuppen des Gehorsams. Ja, irgendwie nicht ganz erfolgreich. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Bessing stellt einen Zug oder einen fetten Push. Ich meine, wir müssen diesen verdammten Wächter ausknipsen, ne? Okay, komm. Fangen wir oben drauf. Mit durchgebrochen. So, geil. Jetzt müsste gleich der Push kommen. Sehr schön, wir haben wieder Regeneration. Ja, Schildbruder. Ist derselbe wie hier. Okay. Das sehen wir mal so. Ihr könnt nicht das Reich des Vergessens soll euch holen. Doch, sogar sehr erfolgreich. Ich werde kurzen Prozess mit den Saftschnüfflern machen. Ich glaube, der Spruch ist neu. Ich erwarte euch. Ja, egal. Leider keinen weiteren Ork. Wir müssen uns verbinden. Bisschen Leben. So, weil die hier mich nervt, kommt die raus.
So, Gönnung für mich. So, was jetzt passieren wird, prophezei ich euch, da die Karte ihren Effekt hat, ja? Also der grimmige Schildbruder. Wird sie auf ihn gehen. So, tut ein bisschen weh. Mir mehr als dieser Karte, aber egal. So, und er wird dann hier auf den Ork gehen. Die beiden Karten werden sterben. So, aber den Rest werde ich mit dieser Seite hier geben, sobald möglich. Der Plan ist jetzt halt das nächste, was ich ziehe. Ich habe genug. Ach, verdammt. Außer das passiert. Das kapiere ich jetzt nicht. Warum? Sehr unschön. Ich sollte mich beeilen. Ich meine, ich habe mehr als genug Leben. Ich bin versorgt. Verursache einen Schaden. Weißt du was? Wir beenden das jetzt und hier. Wir könnten uns selbst abschießen. Warum? Ne, wir beenden das jetzt. So, der Pfeil ging ins Knie und die Kralle geht ins Gesicht. Wie? Ja, wer hat die angelockt? Du, mit der mich angegriffen hat. Wäre die Sequenz noch da, die nicht erzählt wird, ja, dann könnten meine Zuschauer es wenigstens sehen. Ein Sieg, ein glorreicher. Ich muss die ganze Zeit Spoiler verhindern. Das ist so nervig, weil hier keine Sequenzen gezeigt werden. Das darf ich wieder wegschneiden. Danke fürs Anschreiben.